Mittwoch, 1. März 2017. Ein Heimsieg des SC Magdeburg, der Gegner der THW Kiel. Der Weg dahin führte erwartungsgemäß über ein packendes Handballspiel. Und was für eins. Der SCM ist im Moment die viel zitierte Mannschaft der Stunde und seit 8 Spielen ungeschlagen. Die letzte Niederlage gab es am 11. Dezember 2016 in Kiel. Der THW ging mit einer Champions League-Niederlage gegen Silkeborg in die Partie. Die beiden SCM-Veteranen Gislason und Kretschmer unterhalten sich hier möglicherweise auch über Keeper Andreas Wolf, der sich Chancen auf den Titel des Welthandballers ausrechnen darf. Die Partie vor ausverkauftem Haus eröffnete dann aber nicht er, sondern ein anderer ehemaliger Welthandballer. Domagoj Duvniak markierte in der 2. Minute das 1:0 für die Gäste. Der SCM legt aber sofort nach. Metz Christiansen gleicht aus zum 1:1. Keine 20 Sekunden später landet der Ball wieder beim Dänen und wieder hat Andreas Wolf keine Chance. 2:1 für den SCM. Die Führung sollte aber nicht lange halten. Schnell legte Kiel nach und zog auf 2 Tore davon. Dann kam die Minute 15 und damit eine der Schlüsselszenen des Spiels. Christian Dissinger geht hoch zum Wurf, trifft, wird dabei aber selbst von Marco Besiak im Gesicht getroffen. Der Magdeburger sieht dafür glattrot, sehr zum Unmut des Magdeburger Publikums. Die aufgeheizte Stimmung schien zumindest Andreas Wolf nicht zu irritieren, der in Minute 22 einen Nachweis seiner Klasse liefert. Den Wurf von Matthias Musche hätten andere vielleicht nicht einmal mit dem Fuß gehalten. Beim anschließenden Treffer von Michael Damgaard ist er dann aber machtlos. Ausgleich für den SCM, 11:11. Nicht nur Gästetrainer Alfred Gislason sah jetzt eine offene Partie auf hohem Niveau. Freiwurf SCM, kurz vor der Pause. Nemanja Selenovic scheitert am Kieler Block, aber Robert Weber reagiert blitzschnell und zimmert den Ball zum 15:14 in die Maschen. Leistungsgerecht ging es aber mit einem Unentschieden in die Pause. Domagoj Duvniak auch mit dem letzten Tor der Halbzeit, diesmal schön per Kemper vollendet. Der Beginn der zweiten Hälfte sah wieder den THW vorne. Patrick Winczek eröffnet in Minute 32 mit dem 15:16. Tor für den THW Kiel durch den Spielminute 17. Die Kieler zeigten jetzt ihre individuelle Klasse. Marco Vujin vollstreckt hier fast ansatzlos zum 17:20. Der THW erneut mit 3 Toren in Front. Der SCM kämpft sich aber wieder heran, unermüdlich angetrieben von seinen Fans. In Minute 41 kommt der Ball dann zu Michael Damgaard, der Landsmann Niklas Landin keine Chance lässt. Landin ersetzte in der zweiten Hälfte Andreas Wolf und stand damit seinem Nationalmannschaftskollegen Yannick Green gegenüber. Der zeigt in Minute 43, was er kann. Erst entschärft er den Wurf von Christian Dissinger und pariert dann stark gegen René Toft Hansen. Über Cristiano Sullivan und Matze Musche landet der Ball dann bei Jakob Begerstedt. 21:21. Der folgende Kieler Angriff bleibt bei Finn Lemke hängen und dann geht es schnell. Cristiano Sullivan im Fallen auf Yves Grafenhorst und schon rastet die Halle aus. Führung SCM. Und Führung für den SC! In Minute 51 setzte er sogar noch einen drauf. Von links außen, ein Wurf aus der Drehung und irgendwie landet der Ball im Netz. Und das Tor durch Yves! Minute 54. Yannick Green stoppt diesen Wurf von Christian Zeitz unter Zuhilfenahme seines Gesichtes. Kurze Behandlungspause, während wir die Zeitlupe schauen. Eine kleine Rückfrage beim Schiedsrichter. Und dann geht es weiter für den Dänen. Stehende Ovationen für Yannick, der seit Wochen in herausragender Form ist. Auch dank ihm bleibt der SCM jetzt erst einmal in Führung und zieht sogar davon.
Yves Grafenhorst auf Mats Christiansen. 26:23. Die 3-Tore-Führung nur knapp 3 Minuten vor Schluss. Aber der THW wäre nicht der THW, wenn er sich so einfach geschlagen geben würde. Die Kieler mit dem starken Lukas Nilsson kommen nochmal heran und schaffen keine 2 Minuten vor Schluss den Ausgleich. Und Ausgleich Kiel-Torschütze mit der 65, Lukas Nilsson. Letzte Minute, der SCM im Angriff, Zeitspiel ist angezeigt. Michael Damgaard gegen Patrick Winczek. Und es gibt 2 Minuten für den Kieler. Und alles beginnt von vorn. Armes Runden. Damit ist auch das Zeitspiel aufgehoben und nach einer Auszeit folgt der letzte Angriff der Partie. Und der landet natürlich bei Michael Damgaard. Gewinnen in einem hochintensiven Handballkrimi nicht unverdient mit 27:26. Bitter für die Kieler, die sich nie aufgaben und mit Wolf und vor allem Landin ein starkes Duo im Tor hatten. Der SCM hatte heute wieder einen Jannik Green in Bestform und bot einen unglaublichen Kampf, der in 2 Punkten gipfelt. Und jetzt die Stimmen zum Spiel. Ganz kurz, was macht die Nase? Blutet ein bisschen. Das sah sehr heftig aus. Ja, aber auch ziemlich direkt ins Gesicht. Aber naja, so ist es ja. Jannik, herzlichen Glückwunsch zu einem Wahnsinnsspiel. Das war ein Krimi und wir haben wieder super Paraden von dir gesehen. Das war einfach ein wahnsinniges Spiel. Wir waren ein paar Mal 3 oder 4 Tore hinten. Trotzdem cool geblieben, hat einfach weitergemacht und ja, es war Wahnsinn, was hier heute los war. Wir hatten natürlich gehofft auf einen Sieg hier. Wir wussten, das wollte es schwierig sein, aber und das war auch knapp zum Schluss. Hand war oben und wir kriegen 2 Minuten und sie kriegen letzter Angriff und macht leider Tor. So ist das in Handball. Aber so ein knappes Spiel, das mussten wir hier in Magdeburg gewinnen, wenn wir Meister sein möchten. Aber das hat leider heute nicht geklappt. Mit knappen Spielen in Magdeburg habt ihr ja Erfahrung. Ab der 41. Minute stockte es bei euch. Ich glaube, es waren so 7 torlose Minuten. Habe ich selten beim THW gesehen. Ja, natürlich. Wir haben richtig schwierig, Tor zu machen. Letzte 15 Minuten. Jannik hat richtig gut gehalten im Tor. Und deswegen hat sie auch diesen Vorsprung aufgebaut. +3, glaube ich. Aber dann waren wir wieder zurück. Aber zum Schluss haben sie leider den letzten Tor gemacht. Aber die letzten paar Spiele haben wir wirklich Probleme gehabt, die letzten 15 Minuten Tor zu machen, auch gegen Silkeborg. So da müssen wir wirklich besser sein und vielleicht nicht so viel Stress haben, Tor zu machen. Ja, genau so stelle ich mir Magdeburg vor. Also genau das ist eine Magdeburger Mannschaft, so wie ich sie mir vorstelle oder erträumt habe. Ein Team, was aufopferungsvoll füreinander kämpft, um jeden Zentimeter. Das war nicht alles perfekt heute, ich glaube. Wir können das vielleicht sogar ein bisschen höher gewinnen. Das soll nicht arrogant oder respektlos klingen, wenn wir unsere Chancenverwertung noch ein bisschen effektiver nutzen. Auch in engen Situationen gewinnen wir vielleicht mit 2-3. Aber also unverdient war das auf keinen Fall. Ich bin sehr stolz auf mein Team. Was für einen Tipp gab es in der letzten Auszeit? Nein, ich habe nur gesagt, ich möchte nur einen Wurf, sodass nicht so irgendwelche komischen Wurf zu mir kommt. Das war das Einzige, aber keiner hört mir zu. Okay.